Dr. Med. Matthias Lichti vorzustellen. Er ist Leitender Arzt für klinische Pharmakologie an der hiesigen, also an der Basler Uni, im Unispital. Und vor mehr als 10 Jahren begann er sich mit wissenschaftlichen Fragestellungen rund um den Stoffwechsel von bewusstseinsverändernden Substanzen in unserem Körper zu beschäftigen. Zunächst mit der Erforschung von MDMA, dann von LSD. LSD wurde in den 50er und 60er Jahren, das haben wir sehr gut erfahren, gut erforscht, danach wurde es still. Heute aber wird die Wirkung von LSD auf den Menschen wieder an mehreren Universitäten untersucht. Obwohl solche Forschungsprojekte schwierig zu finanzieren sind, leistet Professor Lichti dabei einen sehr wichtigen Teil. Seine Beiträge erhellen vor allem die endokrinen Effekte von LSD und setzen uns wortwörtlich ins Bild, welche Wirkung auf die Hirnaktivität die LSD-Einnahme provoziert. Ich bitte Sie. Vielen Dank für die Einführung. Wir gehen nun zu Untersuchungen, die wir an der Universität Basel durchgeführt haben. Ich werde Ihnen auch etwas zeigen noch über andere Studien, die zurzeit laufen, mehr informieren, was da geht. Im Sinne dieses Revivals an Forschung im Bereich mit psychedelischen Substanzen. Der Fokus ist natürlich ein anderer. Wenn wir als akademische Forscher eine Substanz als erstes in die Hand nehmen und auch zum Beispiel an gesunden Versuchspersonen die Sicherheit untersuchen, als wenn dann das therapeutisch eingesetzt wird. Und ich bin auch nicht Psychiater, ich bin Medikamentenspezialist, von daher habe ich natürlich auch eine ganz andere Terminologie und Sichtweise, wenn ich auf eine Substanz zugehe. Nun, dennoch, in Bezug auf was wir hier besprechen, warum war das und ist das interessant für einen Pharmakologen und Mediziner und warum machen wir solche Untersuchungen? Zunächst einmal wird ja LSD häufig noch missbraucht, sage ich mal, also im Recreational Setting verwendet. In den USA geht man davon aus, dass doch noch 10% der Bevölkerung mindestens einmal im Leben diese Substanz eingenommen hat. Also das alleine kann schon ein Grund sein, zu sagen, wir sollten etwas mehr wissen über solche Substanzen. Dann haben wir nicht nur früher eine klinische Verwendung natürlich gehabt, sondern eben vor allem jetzt auch neu wieder die Anwendung bereits in einer Studie von Peter Gasser in der Schweiz gehabt. Also an Patienten wurde es angewendet, gleichzeitig fehlen aber viele Basisdaten zu dieser Substanz. Also wenn man ein Medikament heute entwickelt, macht man zuerst Sicherheit in einem gesunden Patienten und hier musste man eigentlich zurückgreifen auf ältere Daten und hatte keine aktuellen Daten, die den wissenschaftlichen Standards entsprachen. Ein weiterer Grund, das anzuschauen. Also keine Phase 1 Studiendaten. Das bezieht sich auf Sicherheit eines neuen Medikamentes oder einer neuen Substanz. Wir wollen wissen, beeinflusst das den Blutdruck? Was ist zum Beispiel bei den Hormonen im Körper los, wenn man eine solche Droge oder Substanz einnimmt? Und wir wussten auch praktisch nichts darüber, wie Plasmaspiegel von LSD irgendwie zusammenhängen mit den psychischen Effekten, etwas Basales, das man eigentlich wissen sollte, weil in den 50er, 60er Jahren man das noch nicht gut messen konnte. Es gab nur eine einzige entsprechende Studie. Und natürlich haben wir die Geschichte dieser Substanz, die Sie besser kennen als ich. Es ist eine Modellpsychose-Substanz gewesen. Wir haben hier auch dann ein bisschen angeknüpft an diesen Punkt. Und die frühere Forschung, es ist ja nicht so, dass es nichts gibt zu LSD, es gibt sehr, sehr viel Forschung, keine Frage, aber unsere heutigen Ansprüche, wie man das bezeichnet, beschreibt, methodologisch angeht, haben sich etwas verändert. Ob sie besser sind, weiß ich nicht, aber sie sind sicher anders.
Und dann haben wir auch festgestellt, dass die Beschreibung, die Phänomenologie der Zustände, die mit LSD ausgelöst werden können, in den ersten Arbeiten sicherlich eher negativ geprägt waren, in dem Sinn, dass man ja eine Modellpsychoseforschung damit betrieb und eigentlich, sage ich mal, mehr positive Aspekte vielleicht damals noch zu kurz kamen. Schließlich haben wir eine doch schon große Aktivität mit Studien mit Psilocybin, wo man schaut, was macht das im Gehirn, was gibt es in der Bildgebung für Veränderungen. Hier haben wir die Forschung von Franz Vollenweider in Zürich, wir haben Studien von Griffiths in den USA, große Aktivität im Vergleich sicher zu LSD, wo es nichts gab bis vor kurzem in den letzten Jahren. Ketamin wurde erforscht, DMT, Ayahuasca, aber es fehlten in den letzten 30, 40 Jahren entsprechende Studien zu LSD. Das war eine weitere Motivation für uns, das mal anzuschauen. Und dann, ganz banal letztlich, man muss es auch machen können. Viele wollen das und wenige können es. Und da haben wir in der Schweiz einfach ein Setting, wo wir das mit der Gesetzgebung in der Schweiz im Prinzip machen können. Es ist nicht in allen Ländern möglich gewesen und hier war es. Aber mittlerweile haben wir ja nicht nur hier neue Forschung mit LSD, also an Patienten oder eben an gesunden Versuchspersonen, sondern auch in anderen Ländern. Was ging nun bereits, was ist bereits publiziert? Also Sie sehen hier eine Arbeit aus unserer Gruppe, ist veröffentlicht. Wir haben eine randomisiert kontrollierte Studie gemacht an gesunden Versuchspersonen, ist eigentlich eine Phase 1 Sicherheitsstudie, wenn man so will, oder eine experimentelle Arbeit. 16 Versuchspersonen, die Dosis war 200 Mikrogramm und man hat psychische Effekte angeschaut, autonome Veränderungen, also Blutdruck, Puls, Pupille, Hormone und eben die sogenannte Pharmakokinetik. Ich komme auf diese Punkte zurück und werde diese Studie Ihnen auch etwas noch ausführlicher jetzt dann darstellen. Dann haben wir parallel dazu ähnliche Bestrebungen in London. Dort der Fokus etwas psychiatrischer. Es ist ein Psychologe in der Psychiatrie, Robin Carhart-Harris, der zusammen mit David Nutt und natürlich einem Team Untersuchungen macht, vor allem dann der Wirkung von LSD letztlich auch auf die Bildgebung. Sie haben eine Pilotstudie abgeschlossen mit 10 Versuchspersonen, wo man noch eine Art Dosiserhöhung stattfand. Man hat bei den ersten mit 40 Mikrogramm begonnen, das dann ein bisschen hochdosiert, wollte sich damit quasi an die Dosis herantasten, die man dann für spätere Untersuchungen im Scanner verwenden konnte. Die Substanz wurde da IV gegeben. Und die Outcomes, die publiziert sind, sind Wirkung von LSD auf die Suggestibilität, was das auch immer dann ist, und dann ein bisschen etwas zu autonomen und subjektiven Effekten und neu noch eine Arbeit zur Wirkung von LSD auf Musik, also wie Sie Musik wahrnehmen unter Placebo und LSD. Das ist das, was Sie bereits jetzt in der wissenschaftlichen Literatur, jetzt an neueren Studien an gesunden Versuchspersonen nachlesen können. Es gibt natürlich weitere Aktivitäten, ich zeige das Ihnen, das ist quasi jetzt noch laufende Forschung. In Basel haben wir eine bildgebende Studie, wo also gesunde Versuchspersonen dann LSD in einer etwas in der Hälfte der Dosierung bekommen, die wir zuerst untersucht haben, ohne Scanner. Jetzt gehen sie aber in einen MRI-Scanner hinein und wir messen da die Veränderungen im Gehirn unter Substanzeinwirkung. Das Gleiche wurde in London bereits auch durchgeführt mit einer leicht kleineren Gruppe. Also bei uns waren es 24 Versuchspersonen mit 20 kompletten Datensätzen. In London haben sie 20 Versuchspersonen, weil die Leute sich zum Teil bewegen oder zum Teil auch das nicht sehr angenehm finden, dann in diesen Scannern drin, gibt es ein bisschen Dropouts. Also Sie sehen dann nur 12 bis 15 Datensätze konnten ausgewertet werden. Das ist auch ein bisschen bereits eine Kritik an dieser Forschung. Wir wissen ja letztlich dann nicht, ob wir den Effekt von LSD messen oder vielleicht den Effekt vom Scanner auf LSD und so. Es ist nicht so einfach, das auseinanderzuhalten. Also ganz ein anderes Setting, als wenn Sie da vielleicht im Therapiezimmer sitzen. Dann, was haben diese
Was hat die Londoner Gruppe bereits präliminär publiziert oder an Kongressen kommuniziert? Sie sehen Veränderungen im Default Network bezüglich funktioneller Kommunikation zwischen neuronalen Zentren, wenn die Leute ohne eine Aufgabe auszuführen im Scanner liegen, und das soll korrelieren mit Ego-Disintegration. Also wie gesagt, das muss man alles noch genauer dann anschauen in den Publikationen, weil Sie können sich auch vorstellen, mit 100 Mikrogramm LSD, ich weiß nicht wie viel Ego-Disintegration, was auch immer das ist, Sie da haben. Dann eine andere spannende Frage: Was sieht man oder was sieht man im Hirn, im visuellen Kortex an Aktivität, unter einer, wenn man halluziniert, oder? Und hier hat man auch gesehen, dass es Veränderungen gibt, wie der visuelle Kortex mit dem Frontalkortex quasi kommuniziert. Und das korreliert auch wieder mit subjektiv berichteten Halluzinationen. Das ist ebenfalls eine Kongresspräsentation. Und ähnlich hat man auch Änderungen gesehen, wie die Musik, also zwischen visuellem Kortex und anderen Hirnregionen unter Musik versus keine Musik. Also die Musik hat einen Einfluss darauf, wie der visuelle Kortex mit anderen Gegenden kommuniziert. Und das könnte natürlich ein Korrelat sein für die Art, wie eben Musik auch das Sehen unter LSD beeinflusst. Also Sie sehen, es sind spannende Fragen, denen man hier nachgeht, die letztlich überhaupt nichts direkt mit dem therapeutischen Setting zu tun haben, sondern mehr einfach diese Zustände beschreiben wollen, aber indirekt natürlich dann Daten liefern können, die für Sie auch interessant sein könnten. Dann auch in Zürich läuft zurzeit ebenfalls mit 100 Mikrogramm LSD peroral eine Imaging-Studie, wo man dann auch versucht, diesen Effekt des LSD mit einer spezifischen mit einer pharmakologischen Substanz zu blockieren, die spezifisch gewisse Stellen im Hirn belegt. Und entsprechend kann man dann etwas über den Mechanismus der LSD-Wirkung auf die neuronale Aktivität aussagen. Also Sie sehen, es läuft einiges und ist auch schon einiges publiziert. Jetzt ganz kurz noch zur Pharmakologie von diesen Substanzen. Wir haben ja verschiedene Halluzinogene, die angewendet wurden, zum Teil therapeutisch, sicher in der Forschung. Und auch immer wieder kommt die Frage, wie unterscheiden sich diese? Jetzt nicht nur phänomenologisch, von meiner Sicht aus natürlich auch pharmakologisch. Ich zeige Ihnen kurz die wichtigsten Punkte. Je kleiner eine Zahl ist, umso kleinerer Konzentration kann man sagen, wirkt hier eine Substanz auf die Erkennungsstellen im Gehirn, die hier auf der Seite genannt sind. Sie sehen da die verschiedenen Rezeptoren und im Prinzip alle diese halluzogenen Substanzen wirken auf den 5-HT2A-Rezeptor. Und man sieht jetzt, dass LSD mit 4 ist deutlich potenter als zum Beispiel das Psilocybin mit 50 oder das Mescalin. Und das sehen Sie natürlich daran, dass Sie ja ganz wenig LSD einnehmen müssen, um bereits starke Effekte zu sehen. Etwas Zweites, diese Substanzen haben zum Teil weitere Orte im Gehirn, wo sie wirken. Also beim LSD wäre das überall dort, wo jetzt tiefe Zahlen sind. Also es wirkt auf Alpha-Rezeptoren, es wirkt auf Dopamin-Rezeptoren. Und das ist etwas, das wir zum Beispiel nicht haben beim Psilocybin. Also es gibt durchaus pharmakologisch Unterschiede dieser Substanzen. Und es wird spannend sein zu sehen, was das dann heisst, therapeutisch oder in der Wirkung. Zum Beispiel Ecstasy hier drüben wirkt hauptsächlich auf die Serotonin-Transporter, schüttet Serotonin aus, das dann verschiedene Wirkungen haben kann. Diese Wirkung hat zum Teil auch das DMT und das Psilocybin, nicht aber das LSD. Also da sind wir dran, herauszufinden, was das dann übertragen auf die Wirkung heißt. Der wichtigste Punkt ist aber natürlich klar, LSD, Psilocybin, Mescalin, DMT sind Psychedelika, Halluzinogene, MDMA ist ein Empathogen, Entaktogen und die Halluzinogene wirken vor allem über Serotonin, 5-HT2A-Rezeptoren und was auch relevant ist, ist, wie lange sind sie im Körper. LSD wirkt viel länger als zum Beispiel Psilocybin. Also der Abbau einer Substanz und wie lange das Erleben dauert, ist natürlich im therapeutischen Setting, aber auch für die Forschung wichtig. Ich werde jetzt Ihnen diese erste Studie
zur Wirkung von LSD bei gesunden Versuchspersonen, die jetzt in dieser neuen Forschungsserie wieder gemacht wurde, an der Universität Basel, etwas genauer noch erläutern. Also Sie sehen da quasi, was eine normale Versuchsperson, normal heißt eben nicht jetzt mit einer psychiatrischen Indikation oder psychologischen Indikation behandelt, erlebt, wenn sie eine LSD-Dosis nimmt. Das haben Sie alle natürlich selber schon erlebt, aber wir versuchen ja das jetzt zu beschreiben mit relativ einfachen Mitteln, da wir nicht über das komplexe verbale Repertoire verfügen der Psychoanalytiker. Oder? Die Dosis, die wir eingesetzt haben, war 200 Mikrogramm Hydrat. Das ist eigentlich eine relativ hohe Dosis, die sich irgendwo ansiedelt, bereits vielleicht zwischen dieser psycholytischen und psychedelischen Therapie. Umso mehr als wir Hydrat, das wäre eigentlich freie Base fast schon vom Molekulargewicht, verwendet haben in der Dosierung. Wenn man sonst von diesen Dosierungen spricht, ist meistens das Tartrat, das Salz gemeint. Also es entspricht wahrscheinlich 250 Mikrogramm LSD-Salz. Das ist also wirklich eine Volltrip-Dosis oder eine relevante Dosierung, nicht etwas Homöopathisches. Und das war auch bewusst so, weil ich will ja diesen Zustand beschreiben und nicht irgendwo sagen, ich habe LSD verwendet, aber de facto haben wir fast nichts gegeben. Es ist aber auch die Dosis, die sicher auch missbraucht wurde, respektive die in der therapeutischen Anwendung, eben in der Studie von Peter Gasser, die noch vorgestellt wird, angewendet wurde. Also wir haben hier einen relevanten Bezug zur Praxis. Es gab in dieser Studie keinerlei Scanner- und Bildgebung extra, weil wir natürlich zuerst nur die Substanzwirkung untersuchen wollten. Es haben 16 Versuchspersonen teilgenommen, die mussten gesund sein. Sie sehen, 14 davon waren Studenten oder Akademiker mit Abschluss. Das heißt sicher ein eher gebildetes Publikum. Wir wollten auch vielleicht Therapeuten mit einschließen. Das hat nur bedingt aber funktioniert. Zum Teil auch wegen gewissen anderen Ausschlusskriterien dann. Das Alter war 25 bis 51 Jahre. Wir waren relativ offen. Glaube ich, bis 65 Jahre hätten sie teilnehmen dürfen. Nach unten war es aber limitiert. Wir wollten keine jungen Erwachsenen. Nicht zuletzt wegen des Risikos für eine zufällig gleichzeitig auftretend oder kommende Schizophrenie oder grundsätzlich die Idee, dass irgendwie die Persönlichkeit stabiler sein könnte in einem gewissen Erwachsenenalter. Das waren auch in Absprache mit der Ethikkommission letztlich die Regeln, die wir uns auferlegt haben. Es ist klar, wir können das heute nicht jemandem geben, der selber eine Psychose erlebt hat, respektive in der Familie schizophrene Erkrankungen vorliegen. Also hier waren wir sehr streng. Selbstverständlich musste jeder Teilnehmer durch ein psychiatrisches Assessment, das waren letztlich auch die Auflagen bezüglich Sicherheit von der Ethik. Wichtig ist, wir wollten nicht Personen untersuchen, die schon 500 Mal LSD konsumiert haben, sondern letztlich Personen sehen, die keine oder minimale Erfahrung hatten mit solchen Zuständen, um quasi ja, ein frisches Bild zu sehen, was man hier erlebt und nicht eine Replikation von etwas früheren. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, die Effekte vom LSD waren dieselben, ob Sie keine Erfahrung hatten oder zwei, dreimal bereits Halluzinogene eingenommen hatten in unserer Studie mit diesen Tools, die wir haben. Also es scheint nicht einen Effekt, großen Unterschied zu machen, aber ich denke, es wäre so, wenn die Leute sehr erfahren gewesen wären. Sie sehen hier bereits die Studiensubjekte und ihre Erfahrung. Sie sehen, THC ist grundsätzlich bei uns verbreitet, relativ viele Leute, sicher eigentlich über die Hälfte der jungen Bevölkerung hat THC-Erfahrung, zum Teil erheblich. Sie sehen das hier auch. Aber ansonsten, gerade im Bereich Halluzinogene, nur minimale einzelne Erfahrungen hier bei diesen Personen, die teilgenommen haben. 9 Subjekte waren komplett halluzinogen-naiv, hatten das noch nie gehabt. Das wäre in anderen Ländern auch oft nicht möglich, da man ethisch quasi davon ausgeht, man kann jemandem eine Droge geben, der das ohnehin schon nimmt, dann macht man nichts mehr kaputt. Bei uns ist der Ansatz etwas anders.
Risiko von LSD, wie haben wir das beurteilt? Das ist noch ganz zentral. Sie müssen ja eine Risiko-Nutzen-Analysen der Ethikkommission und den Behörden vorlegen, wenn Sie sowas tun wollen. Und wo ist der Nutzen bei einer gesunden Versuchsperson? Primär natürlich wissenschaftlich, in der Regel bei solchen Studien. Hier könnte man diskutieren, ob es noch mehr Nutzen gibt, aber die Risiken standen natürlich im Vordergrund. Für uns war klar, es sind psychologische Risiken, Bad Trip, wenn Sie so wollen, Angst, Paranoia, und wir haben die Versuchspersonen entsprechend den Guidelines, die auch für solche Forschung ja vorliegen, voreinbestellt, mit ihnen über das Erleben gesprochen. Sie waren in dem Sinn gut vorbereitet, aber letztlich auch fast ein bisschen geprimed. Sie wussten, was sie zu erwarten haben, und das könnte letztlich auch einen Einfluss haben natürlich auf das, was sie erleben. Die waren 24 Stunden in einem Spitalzimmer, das sehr neutral eingerichtet war, also nicht irgendwelche Batiktücher oder so, einfach ganz weiß, klassisch. Die Betreuung war 1:1 durch eine Studienärztin, die war sicher sehr empathisch und eine nette Dame, aber nicht irgendwie psychoanalytisch tiefer ausgebildet. Dennoch 1:1 Betreuung, während 16 Stunden durften die zwar alleine auf eine nicht verschlossene Toilette, aber sonst waren sie eigentlich immer mit unserer Studienärztin zusammen. Und in der Nacht mussten sie bleiben im Spital, und die Studienärztin hat in einem Zimmer nebendran geschlafen und konnte im Prinzip auch, wenn etwas war, vorbeikommen. Die hatten einen Alarm. Es gab Follow-up-Kontakte direkt nach der Studie, einen Monat später und ein Jahr später. Bezüglich Suchtpotenzial haben wir keine Bedenken. LSD wird missbraucht, aber macht nicht abhängig. Und auch irgendwelche verlängerte Psychosen oder so waren für uns kein Thema, vorausgesetzt, es bestand ein psychiatrisches Screening. Es gab noch Ideen, dass man die Leute psychiatrisch am nächsten Tag irgendwie nochmals vor Entlassung hätte auf ihre Normalität hin untersuchen wollen. Das habe ich eigentlich abgeklemmt, weil ich der Meinung war, dass das nicht sinnvoll ist und dass auch Probleme, die allenfalls später dann noch kommen könnten, dann natürlich besprochen werden müssen. Sie sehen so etwa das Setting. Wenn man heute solche Forschung machen möchte, muss man sich sehr gut erklären, wie die Sicherheit garantiert ist. Sicher übertrieben im Verhältnis vielleicht zu einem anderen Medikament. Wir untersuchen ja täglich auch andere Medikamente, von daher wage ich zu behaupten, dass wir klar Substanzen untersuchen, die auf jeden Fall gefährlicher sind, als was wir hier gemacht haben. Aber hier war einfach ein speziell hohe Aufmerksamkeit, weil es halt eben LSD war. Das ist sicher so. Man muss hier besonders gut argumentieren und das sorgfältig machen, wie immer. Aber hier ist mehr Aufmerksamkeit auch letztlich von Medien und so weiter vorhanden. Studiendesign, randomisiert, doppelblind, kontrollierte Studie. Eine Person hat also Placebo erhalten und dann LSD. Natürlich entblindet sich das, keine Frage. Aber die Hälfte der Leute hatten zuerst Placebo, die Hälfte zuerst LSD. Und von daher wussten sie, ja, auch nicht, was erwarte ich heute. Die Erwartungshaltung, die Vorbereitung war quasi identisch, aber während des Erlebens hat sich das entblindet. Sie sehen die Outcome-Messungen hier, wobei wir dann gleich darauf eingehen, wenn wir die Resultate besprechen. Nun, wie sind die subjektiven Effekte? Nun, diese sind natürlich so unendlich komplex, dass wir das nicht wirklich sinnvoll standardisiert verbalisieren können. Von daher haben wir uns das sehr einfach gemacht, und das ist auch durchaus valide. Wir haben gesagt, was spüren Sie von 0 bis 100 Drogeneffekt, und ist es gut, ist es schlecht, weil ob etwas gut oder schlecht ist, das kann relativ standardisiert gesagt werden, würde man meinen. Und was Sie jetzt sehen hier ist, die Wirkung von LSD dauert sehr lange bei diesen gesunden Personen, über 12 Stunden. Sie sehen eigentlich, erst nach 16 Stunden ist der Mittelwert dann praktisch wieder unten. Natürlich ist das ein Mittelwert, also individuell kann das ein bisschen unterschiedlich sein. Also mal erstens, wir waren erstaunt über die Länge der Wirkung, in dieser Dosierung natürlich, das muss man beachten. Dann berichten, sie sehen gute Drogeneffekte. Der Mittelwert, also fast 90% Mittelwert wird erreicht an guten, angenehmen Effekten, wobei 16 Personen
über 50% erreicht haben und sagen, also alle haben gesagt, ich habe irgendwann positive Erlebnisse gehabt, über 50%. Aber wenn man die negativen Aspekte anschaut, sagen auch 4 Personen, irgendwann an diesem Tag habe ich Angst gehabt, es würde zum Beispiel nicht mehr enden oder ich fühlte mich unwohl. Also ein Viertel hat mehr als 50% Negativeffekte deklariert. Das waren ja offensichtlich hier auch die gleichen, oder die waren enthalten in den 16, die auch positive Effekte gezeigt haben. Also es gibt einfach beide Wirkaspekte, für sie alles klar, aber nicht für alle, dass das vorkommt. Dann auffallend für uns, weil wir relativ viel schon Forschung gemacht haben mit MDMA, waren Ähnlichkeiten. Wir haben auch ein bisschen darauf fokussiert. Wenn man die Leute fragt, fühlen sie sich glücklich, dann wird da irgendwie 40% Glücklichkeit erreicht auf einer Skala von 0 bis 50 im positiven Bereich. Und Sie sehen, dass das auch mit MDMA der Fall ist. Glücksgefühle haben wir mit beiden Substanzen, nicht mit einem Stimulans. Also Ritalin hier hochdosiert mit 60 Milligramm, die sind zwar wach und hypervigilant, aber fühlen sich nicht glücklich. Offenheit haben sie mit MDMA und auch mit LSD, sehr interessant für uns gewesen, weil wir haben angenommen, es ist ein Halluzinogen, wieso macht jetzt das so empathogene Effekte? Sie fühlten sich an, fühlen sie sich jemand anderem näher oder auch, ja, fühle mich anderen Personen näher, das ist eine Frage, die wir typischerweise unter MDMA immer stellen und dann sehen, dass das die Leute tun, sie fühlen sich ihrer Umgebung näher, war auch unter LSD. Vertrauen sie mehr? LSD, MDMA gleich. Natürlich hat LSD und MDMA ganz ein anderes Bild, das werden wir noch sehen, aber diese Wirkaspekte, die wir typischerweise dem MDMA zuschreiben, sind bei LSD auch vorhanden gewesen. Angenehme Gefühle, Wellbeing ist erhöht, ist, wie Sie hier unten sehen, grün auch mit MDMA erhöht, nicht mit Ritalin. Die Aktivität ist nicht wirklich erhöht, ja, das ist in etwa gleich. Das haben wir auch bei MDMA, ist nicht allzu aktivierend. Das ist eben nicht die Ekstase, sondern die sind eigentlich relativ ruhig, oder? Und nur mit Methylphenidat fühlen sie sich ein bisschen stimuliert. Konzentration geht natürlich nicht hoch mit LSD oder MDMA, subjektiv erlebte Konzentration, aber mit Ritalin geht das hoch. Etwas anderes war pharmakologisch interessant. Sie sehen hier nochmals die Wirkdauer vom LSD, hier oben, wie sich das im Mittel verhält. Und Sie sehen hier die Plasmaspiegel. Und das sind praktisch identische Kurven. Das heißt, solange LSD bei Ihnen im Blut ist, haben Sie auch eine Wirkung. Das kann man dann auftragen, wie das hier gemacht ist. Da sehen Sie die Konzentration geplottet gegen die Effekte. Und dann ist das so mehr oder weniger eine Gerade, sage ich mal. Es gibt eine leichte, durch die Resorption eine leichte Verzögerung. Aber grundsätzlich ist das eigentlich linear und ein enger Zusammenhang zwischen Plasmakonzentration und Wirkung. Jetzt sehen Sie grün darunter für das MDMA, das wir dann auch besprechen noch. Hier ist die Plasmakonzentration, die nimmt hier zu, nach 20 Minuten, 40 Minuten, 60, nach 120 Minuten sind sie auf dem Maximum und die sinkt dann auch nicht über 2-3 Stunden. Das bleibt sehr lange im Blut, lange Halbwertszeit von 8 Stunden, aber der Effekt, der geht hier runter. Also irgendwann hier nach 4 Stunden spüren sie praktisch nichts mehr, obwohl sie immer noch gleich viel MDMA im Blut haben. Das war für uns wichtig, erstaunlich, auch forensisch nicht ganz unbedeutend. Also es kommt eben darauf an, wie der Zusammenhang ist zwischen Plasmakonzentration und Wirkung für eine gewisse Substanz. Bei MDMA können Sie nach 2 Tagen, haben Sie es immer noch im Blut, wenn Sie irgendwie mit dem Auto da von der Polizei festgehalten werden und man schaut nach, dann wären Sie immer noch unter Substanzeinfluss, obwohl Sie natürlich nicht mehr spüren. Bei LSD wäre das eigentlich nicht mehr zu erwarten. Dann kommen wir zu den wirklichen Charakteristika dieser Substanz, die man ja klassisch erfasst, jetzt weltweit mit dieser Altered States of Consciousness Scale, die von Dietrich entwickelt wurde und mit dieser psychometrischen halluzinogen Wirkerfassungsskala können Sie sehr gut die Wirkung verschiedener außergewöhnlicher Bewusstseinszustände beschreiben.
Ich gehe hier ein bisschen gleich in die Details. Also zum Beispiel sehen Sie hier Blissful State, Glücksgefühle, also Glück in dem Sinn, Sinn, das ist eben Bliss auf Englisch. Das ist sehr ausgeprägt mit dem LSD. Das ist einer der Hauptwirkaspekte. Wenn Sie jetzt sehen, 80% ist der Mittelwert und alle Personen haben das angegeben, mehr als 50%. Das gehört zur Oceanic Boundlessness, also zu den positiven Wirkaspekten oder Elementen oder Dimensionen dieser außergewöhnlichen Bewusstseinszustände. Dann gibt es auch eher zum Teil negativ empfundene Zustände, respektive vor allem so körperbetonte Aspekte. Ich fühlte mich, wenn ich keinen Körper habe, oder ich fühlte mich außerhalb meines Körpers. Das ist eingeteilt in Anxious Ego Dissolution. Man kann aber sagen, hier ist das nicht unbedingt immer negativ erlebt worden, keinen Körper zu haben, so zu schweben, das muss überhaupt nicht unangenehm sein, oder? Also, von daher ist es wichtig, auch diese Items anzuschauen in diesen Skalen. Traditionell wird das eher als negativ eingeteilt. Dann natürlich war die Gedankenkontrolle etwas eingeschränkt, man konnte zum Teil nicht mehr einen Gedanken weiterdenken oder die Gedanken sind abgebrochen. Bedrohungsgefühle oder Angst, das war etwas Seltenes, aber der Aspekt, dass man sagte, ich hatte das Gefühl, das dauert an, ich komme nicht mehr aus diesem Zustand raus, das haben wir beobachtet. Sie sehen hier, 4 Personen haben mehr als 50% angegeben auf diesem Item. Das heißt, es gab schon einige, denen man sagen muss, hallo, du musst jetzt nicht Angst haben, dass das geht wieder vorbei, du bist hier bei uns, hast diese Substanz genommen. Also es gab einige Personen, die haben gefragt, ja, aber jetzt wie lange dauert das? Das ist, ich habe gemeint, ja, die haben eigentlich auch das Zeitgefühl natürlich in dieser Phase verloren. Also es braucht hier dann eine gewisse verbale Unterstützung. Niemand brauchte ein Medikament, niemand musste mal ein Valium spritzen oder so irgendetwas, aber es braucht eine Betreuung. Von daher sind diese Effekte auch nur repräsentativ natürlich für ein kontrolliertes Setting. Wenn Sie das draußen auf der Gasse nehmen, das ist klar, dann wirkt das anders. Dann noch einige weitere Punkte. Die Vorstellung war sehr lebhaft. Sie sahen Bilder, zum Teil aus ihrer Vergangenheit, also Erinnerungsvermögen hat subjektiv hier zugenommen. Dann ein Klassiker ist klar, das haben praktisch alle beschrieben, dass sie Muster gesehen haben oder Farben bei geschlossenen Augen. Und dann das Item, das eigentlich am stärksten oder die Unterskala, die am stärksten angezeigt hat in diesem Fragebogen, war Geräusche oder auch Töne haben, was ich gesehen habe, beeinflusst. Also die Musik moderiert die Farbmuster, die man sieht, also Synästhesie erleben, das ja dann eben auch im Scanner weiter untersucht wird, oder auch, dass sich Formen verändert haben mit der Musik oder Farben. Also das Synästhesien scheint hier ein Haupteffekt zu sein. Jetzt, wie vergleicht sich das mit anderen psychoaktiven Substanzen? Wir konnten es direkt vergleichen, gleiches Setting, gleiche Versuchs Ärzte, gleiche Skalen, also praktisch nicht in den gleichen Subjekten verglichen, aber im gleichen Setting. MDMA macht ganz klar weniger Halluzinationen, Ritalin macht hier natürlich gar nichts in dieser Skala, aber Sie sehen, Blissgefühl, da haben wir beim MDMA auch etwas, ähnlich weniger wie bei LSD, aber wir haben das auch. Dann haben Sie auch dieses Einheitsgefühl mit Umgebung und mit sich selber und die Veränderungen der Bedeutungswahrnehmung, das ist etwas, was wir auch leicht sehen mit dem MDMA. Aber ansonsten ist ganz klar, in dieser Skala die Halluzinogeneffekte misst, ist natürlich das LSD viel stärker. Wie vergleicht es sich mit anderen halluzinogenen Substanzen, die in ähnlichen Settings eingesetzt wurden? Also Forschungsgruppe Vollenweider, Psilocybin, die höchste Dosis, die dort verwendet wurde. Oder Ketamin, höchste Dosis, Gruppe Vollenweider oder auch andere Gruppen, aber ich habe hier vor allem Vollenweider-Daten verglichen. Das wäre gleiche Fragebogen, andere Substanz, anderes Setting. Die waren in Zürich, ist ganz etwas anderes als Basel, das wissen Sie. Also, ich bin ja Zürcher, also weiss.
Wichtig ist, LSD hatte deutlich stärkere Effekte als die anderen Substanzen. Kann sein, dass das ein reiner Dosiseffekt ist. Dann würde es einfach heißen, wir haben eine höhere Dosis genommen als Sie für Ihr Psilocybin. Ich würde davon ausgehen, dass das so sein kann. Es ist einfach eine Tatsache, wir haben deutlich stärkere angenehme Blissgefühle gefunden bei uns, vor allem natürlich viel stärker als unter Ketamin, aber auch Synästhesien, oder 80% im Mittel, während dem mit der höchsten Dosis Psilocybin bei Hunderten von Leuten insgesamt eingesetzt, also 40 die höchste Dosis. Sie sehen, wir waren deutlich stärker. Also wenn Sie solche Literatur dann auch vergleichen, wir haben eine andere Dosis genommen. Hier noch Vergleich mit deutschen Daten oder Ketamin in unserer eigenen Gruppe. Man sieht, dass mit Ketamin werden ähnlich starke Out-of-Body-Erlebnisse ausgelöst wie mit LSD, aber LSD viel höher bei angenehmen Gefühlen, Synästhesien. Kann interessant sein für therapeutische Anwendung natürlich, je nachdem, was man dann erreichen möchte. Wir beschreiben das ja hier bei Gesunden. Gehen wir zu den autonomen Effekten. Das wäre also, was macht das auf den Blutdruck? LSD erhöht den systolischen Blutdruck. Es macht nichts, wenn man das sauber analysiert. Es geht mit dieser Dosierung um 20 mm Hg hoch über vielleicht 5-6 Stunden. Sie haben eine höhere Herzfrequenz, sogar die Körpertemperatur steigt an, messbar im Ohr jetzt, Kernkörpertemperatur, und die Pupille wird weit hier auch elektronisch gemessen mit einem dynamischen Pupillometer. Also wir haben ganz klar autonome sympathomimetische Stimulation, weniger wie mit einem, als mit einem Amphetamin oder MDMA, aber signifikant und messbar. Ist auch nicht ganz verwunderlich. Dann sonstige Nebenwirkungen, Kopfschmerzen, so zum Teil Gefühle von ein bisschen Erschöpfung subjektiv und natürlich die Mühe zu konzentrieren, sonst im Prinzip nicht viel. Ein Viertel hatte noch Übelkeit. Zum Teil trockener Mund, kein Hunger, sympathomimetische Nebenwirkungen, kann man sagen. Dann haben sie eine eingeschränkte Balance, also die Leute mussten auf einem Bein stehen und balancieren. Also in dieser Phase da springen die auch nicht aus dem Fenster, die sind alle brav im Bett gelegen, muss man gar keine Angst haben. Dann, wie verändert sich die Wahrnehmung von Emotionen? Das haben wir typischerweise mit MDMA gut beschrieben. Also wir zeigen verschiedene Bilder, das ist einfach ein Test, wo sie dann von 10-100% Angst, 10-100% Traurigkeit, oder so sehen Sie, sehen hier 50% jeweils für diese Emotionen in einem dieser Tests, der jetzt schon ein bisschen archaisch ist, aber für den gibt es sehr viele Daten und ist international breit eingesetzt worden. Nun, was sehen wir? Schauen wir zuerst eine Substanz an, die sehr gut untersucht ist, das MDMA. Neutrale Gefühle werden gleich gut erkannt unter MDMA wie unter Placebo. Glücksgefühle werden in der Regel gleich gut erkannt oder eher ein bisschen besser. Negative Gefühle, Traurigkeit, Ärger, Angst, werden klar schlechter erkannt, wenn Sie MDMA einnehmen. Das negative Emotionen interessiert Sie da nicht so, oder können Sie nicht, nehmen Sie nicht wahr. Das heißt, Sie haben letztlich eine Wahrnehmungsveränderung bezüglich emotionaler Inhalte. Das ist jetzt hier für Basisemotionen getestet. Wenn Sie Ritalin geben, das ist nicht ein Stimulanseffekt, mit dem Ritalin sind Sie hypervigilant gewesen, die Personen hier mit 60 Milligramm. Alle Emotionen werden etwas besser wahrgenommen, weil Sie konzentrieren sich enorm, Sie machen jetzt einen Test. Aber negative Emotionen, die Sie typischerweise eben etwas schlechter wahrnehmen können, auch sonst, die werden jetzt besser wahrgenommen. Traurigkeit, Angst. Also ganz klar anderes Bild. Was ist mit LSD? Man würde erwarten, ja, die sehen ja nur noch verzogene Gesichter, die sehen gar nichts mehr. Das ist interessant. Grundsätzlich stimmt's, die Wahrnehmung von Emotionen wird etwas schlechter, oder die Erkennung der korrekten Emotion. Sie müssen sich ja konzentrieren, Sie müssen übrigens auch noch Knöpfe drücken am Computer. Es kann ja sein, dass Sie alles erkennen, aber auf den falschen Knopf drücken, das ist ganz wichtig, es ist schwierig zu unterscheiden, oder? Das Setup ist schwierig so zu machen, dass man das trennen kann. Sie sind ein bisschen schlechter, aber nicht enorm. Und Sie haben mir das gleiche Bild grundsätzlich wie mit MDMA. Sie haben eine signifikante Verschlechterung, vor allem bei negativen Emotionen. Aber es ist nicht ganz so deutlich. Man kann sagen, es sind alles Performance Defizits. Also Sie haben einfach nicht mehr das machen können.
Schauen wir ein anderes Halluzinogen an, Psilocybin. Das wurde untersucht in der Gruppe Vollenweider, Zürich. Hier hat man einen anderen Test, Reading the Mind in the Eyes, etwas komplexer. Haben wir auch gemacht für MDMA, nicht für LSD. Und mit Psilocybin sieht man ebenfalls, negative Emotionen werden schlechter erkannt, neutrale, positive werden gleich gut erkannt. Also es gibt ein bisschen diesen Bias, dass Negatives weniger gut wahrgenommen wird. Für MDMA, für Psilocybin, bei LSD tendenziell auch. Wie ist es mit Empathie? Gibt hier auch eine kognitive Wahrnehmungskomponente, kann ich ein Gefühl erkennen, aber hier war mehr die Frage, wie stark schwingen Sie mit, wie stark gehen Sie mit diesen Bildern, was ist Ihre empathische Betroffenheit, sage ich mal, auf einer Skala von 1 bis 9, emotionale Empathie. Wenn man das mit MDMA macht, dann werden die Leute empathischer. Deshalb entaktogen, empathogen zum Teil. Also man fühlt mehr mit anderen mit, subjektiv. Das lässt sich zeigen mit einer höheren Dosierung, wie sie auch therapeutisch eingesetzt wurde. Zunahme der Empathie, vor allem bei Männern, die auch da ein bisschen schlechter sind übrigens als die Frauen. Also der Effekt ist stärker bei Männern. Die werden empathischer, weil Frauen sind schon empathisch. Die tiefe Dosierung hat das, wenn man negative und positive Bilder zeigt, nicht signifikant bestätigt. Aber wenn man nur positive Bilder zeigt, ist das Mitschwingen auch mit tieferen Dosierungen signifikant erhöht. Wie war es mit LSD? Wir sehen einen gleichen Trend wie mit MDMA. Zunahme der subjektiv des empathischen Mitgefühls mit den Bildern, wo man sieht, mit den Personen in den Bildern, vor allem für positive Emotionen, aber im Prinzip bei 16 Versuchspersonen halt noch nicht signifikant für alle Stimuli. Diese Effekte auf die Empathie, da denkt man an das Oxytocin und Oxytocin wird ja auch tatsächlich stark erhöht durch MDMA. Also wenn Sie Oxytocin-Nasenspray, Sie sprayen in der höchsten Dosierung, die Sie halt da in die Nasen reinkriegen, in den wissenschaftlichen Studien, dann sind die Spiegel vom Oxytocin im Plasma immer noch deutlich tiefer, als wenn Sie eine MDMA-Tablette nehmen. Also man kann sagen, MDMA erhöht wirklich dieses Hormon, messbar im Plasma, aber im Prinzip nehmen wir an, dass das natürlich auch im Gehirn der Fall ist. Sie sehen das hier, diese Erhöhung um einen Faktor 5, nicht für Stimulantien, und das korreliert, wenn man größere Gruppen dann anschaut, auch etwas mit der erhöhten Empathie in diesen Tests. Wie war das mit LSD? LSD erhöht auch das Oxytocin, einfach nur wenig. Aber wieder eine Analogie zu den entaktogenen, empathogenen Effekten von MDMA. LSD erhöht auch Prolaktin. Das ist ein Marker einerseits natürlich für Dopamin, das kennen Sie von den Antipsychotika, aber mehr noch ein Marker für Serotonin. Es geht ja hier hoch. Das zeigt also die serotonerge Aktivität und wichtig ist auch die Cortisol und alle und viele andere Glukokortikoide sind im Plasma erhöht. Also hier gezeigt auch über die Zeit, Sie haben die Plasmaspiegel vom LSD und das Cortisol. Wenn Sie LSD nehmen, haben Sie also auch hier eine Stimulation. Es gibt auch da Spekulationen, dass das auch therapeutische Effekte hat, sicher auch gewisse kognitive Effekte. Rolle von Cortisol bei Erinnerung und auch gibt auch da ein ganzes Meer wieder von Studienansätzen. Ich komme zum letzten Teil. Wir haben in dieser Studie, weil ja viel Subjektives drin war und Beschreibendes, Phänomenologisches, haben wir uns auch einen Test da hineingetan, um noch ein bisschen zusätzlich Wissenschaftlichkeit da hineinzuladen. Und Prepulse Inhibition ist ein Modell, welches im Tier und im Menschen kann das gemacht werden, das steht für eigentlich Schizophrenie. Wie geht das? Wir haben alle einen Schreckreflex, wenn Sie einen lauten Ton hören, zucken Sie zusammen und man kann über Kopfhörer einen lauten Zischton präsentieren und das Blinzeln am Auge messen. Bei einer Maus oder Ratte, da stellt man sich auf eine Platte und schaut, ob die Platte schaukelt, weil das ganze Tier zuckt, oder? Das ist hier gezeigt, das ist der Startle-Reflex. Und wenn man jetzt vor dem Startle-Stimulus hier einen kleinen Pieps macht, dann zucken die Leute weniger. Man kann sagen, sie sind gewarnt.
Der Witz ist aber, diese Warnung erfolgt nur wenige Millisekunden vor dem eigentlichen Stimulus. Das heißt, für eine wirkliche Warnung bewusst wahrgenommen bleibt gar keine Zeit. Es muss also einen sehr elementaren, primitiven Mechanismus im Gehirn geben, der diese Warnung gewissermaßen vermittelt. Man spricht auch von einem Gating-Effekt, also dass es wie ein Mechanismus gibt, der eine Informationsüberladung verhindert. Und das kann man mit diesem elektrophysiologischen Test testen. Jetzt, was Sie mitnehmen müssen von dem, ist, im Prinzip ist es eine Blackbox, wir wissen gar nicht so genau, was wir messen, aber interessant ist, dass man Defizite dieser Prepulse-Inhibition sieht bei schizophrenen Patienten. Es wurde schon in den 80er, 90er Jahren von Braff und Geyer beschrieben und man hat dann das imitiert im Tiermodell, indem man zum Beispiel einer Ratte LSD gibt und dann sieht man genau die gleichen Defizite. Sie können sogar solche Defizite auslösen mit LSD oder einer anderen Substanz und mit einem Antipsychotika wieder zum Verschwinden bringen. Und genau gleich hat man dann später bei schizophrenen Patienten auch gezeigt, dass sie zum Teil, wenn sie präpsychotisch sind, dass sie oder in frühen Phasen der Schizophrenie, dass sie es schon haben, wenn sie behandelt sind mit Antipsychotika, dass dann dieses Defizit wieder weggeht. Also es ist, wenn Sie so wollen, ein Modell, das man im Tier anwenden kann, um Schizophrenie zu imitieren oder einen Aspekt davon, und man kann sogar Medikamente entwickeln, basierend auf solchen Tests. Nun, das war naheliegend, dass wir nun einfach LSD, wenn wir das ja schon den Menschen geben, dass wir diesen Test machen, der bei Schizophrenen gemacht wurde, und tatsächlich konnten wir zeigen, dass diese Prepulse-Inhibition analog zu einer schizophrenen Erkrankung jetzt hier in dieser kurzen Phase der LSD-Effekte eigentlich auch verändert ist. Nachher ist das natürlich wieder normal. Das war letztlich, ist das, wenn Sie wollen, das Modellpsychose-Thema hier wieder aufgegriffen mit diesem Test. Ich fasse zusammen, wir haben also bei gesunden Personen diese Substanz relativ naiv untersucht, bin nicht Psychiater, nicht Psychotherapeut, kenne die ganze Geschichte nicht, oder? Einfach mal geschaut, was macht das, aber immerhin, wir verstehen etwas von Medikamenten und wir haben gesehen, LSD hat zum Teil interessante Wirkaspekte, die auch neben den Halluzinationen, psychedelischen Effekten, die wir ja kannten, ähnlich sind wie MDMA. Kann sein, dass das für Sie nützlich ist, das scheint ja so. Und zudem können wir auch bestätigen, dass man diese Substanz einer gesunden Versuchsperson in einem kontrollierten Setting mit entsprechender Vorbereitung geben kann, ohne dass hier eigentlich größere Gefahren lauern. Danke fürs Zuhören und bin offen für Fragen. Wir haben noch Zeit für Fragen. Bitte schön. Ja, bitte. Sie haben den Blutdruck kontrolliert und Sie haben den Blutdruck kontrolliert. War das ein Durchschnittsblutdruck oder war es nur der systolische? Ich habe es nicht ganz mitbekommen. Aber, oder wie die Gesamtreaktion auf den Blutdruck würde mich interessieren. Ja. Also der systolische und der diastolische Blutdruck sind erhöht, für beide in etwa für 5 Stunden. Man kann auch einen mittleren Blutdruck aus diesen beiden Blutdruckwerten natürlich ausrechnen und dann auch zeigen, dass der erhöht ist. Man kann auch den Blutdruck mal nehmen mit der Herzfrequenz als Maß für die gesamte kardiovaskuläre Stimulation. Und das ist erhöht. Also das ist auch früher bereits beschrieben worden, dass das der Fall ist. Man muss aber sagen, dass der Effekt geringer ist als jetzt für MDMA zum Beispiel, also ein Stimulans,
oder Amphetaminderivat. Aber Sie sehen hier systolischen Blutdruck, normalerweise 120. Oder die Studis, die kommen hier mit dem Fahrrad, sind nervös und dann sinkt dann der Blutdruck in der ersten Stunde auf 120, wo er hingehört, systolisch. Aber jene, die LSD kriegen, die sind auf 140. Also die hätten jetzt so eine grenzwertig hypertone Werte. Das ist überhaupt nicht irgendwie alarmierend, aber es zeigt, LSD, obwohl eigentlich nicht wirkend auf die noradrenergen Systeme gleich wie ein Amphetamin, zeigt doch sympathomimetische Wirkung. Ja. Thorsten Pass, ich möchte noch etwas ergänzen. Ja, ja, und zwar nur die kurze Frage noch, beim Psilocybin haben wir in den Versuchen gefunden, dass einige Leute runtergegangen sind mit dem Blutdruck, durchaus signifikant, und einige angestiegen sind und einige normal geblieben sind. Da wollte ich mal fragen, weil das wird ja in den Mittelwert, drückt sich das ja nicht unmittelbar richtig aus, wenn man die individuellen Kurven sieht, gab es auch welche, bei denen das abgefallen ist oder gleich geblieben ist? Ich behaupte mal nein, aber ich habe nicht jetzt spezifisch, natürlich schauen wir die einzelnen Werte an, aber wir haben das jetzt, ich habe das jetzt nicht spezifisch so im Kopf, wie das war, aber ich würde mal sagen, nein, das war nicht der Fall. Also Sie sind, weil man muss schon sehen, Sie sehen jetzt hier, wenn ich die schwarze Kurve, die Placebo-Kurve nicht hätte, oder, dann wäre zum Beispiel der Anstieg des LSD-Blutdrucks nicht mehr so eindrücklich. Oder? Also es ist entscheidend, dass Sie eine Placebo-Gruppe haben, die eben über den Tag parallel im Prinzip läuft, respektive hier sind es die gleichen Personen, die an einem anderen Tag gemessen wurden. Ich vergleiche die gleichen mit sich selber. Oder? Also von daher sind diese Daten schon sehr, sehr robust und ich denke, wenn Sie Psilocybin hochdosieren, geht der Blutdruck wahrscheinlich immer hoch. Ich spreche hier von, wir haben ja gesehen, die Dosis ist möglicherweise relativ gesehen hoch. Eine spannende Frage ist ja letztlich, ist das Ausdruck des psychischen Stress oder hat die Substanz selber diesen Effekt? Das können wir aber nicht voneinander abgrenzen. Ich würde gerne fragen bezüglich der Forschung, weil der Dr. Hoffmann, der hat auch ein Buch geschrieben, mein Problemkind. Und jetzt irgendwie die Forschungen kommen eher von der Akademie. Und er war da angestellt, als Sandoz angestellt damals, ob auch die Pharma irgendwie ihr Problemkind quasi irgendwie betreut oder ob die Akademie adoptiert hatte, das Kind jetzt. Also, ich sag, ich darf jetzt nicht allzu unpolitisch sein, weil ich habe ja zum Teil auch Geld von der Pharma. Ich sag's mal, und es ist so, die Pharmafirmen, die sich noch mit psychiatrischen Medikamenten beschäftigen in der Entwicklung, weil viele sind da ausgestiegen, weil das schwierig ist, solche Forschung, sie sind grundsätzlich, die Forscher dort, sehr interessiert an diesen Substanzen. Ganz banal verwenden sie alle diese Substanzen im Prinzip ja in Tiermodellen und bis hin zu PET in der Maus mit solchen Substanzen. Also neue psychoaktive Substanzen werden häufig in Modellen untersucht, wo sie Psychedelika und Halluzinogene brauchen als Modelle, um dann Interaktionen zu studieren. Aber natürlich sagt jetzt nicht unbedingt eine entsprechende Firma, dass sie mit diesen Stoffen neu auf den Markt will oder so. Ja. Ich denke, nach außen wird das nicht so kommuniziert. Das ist eigentlich Standard, dass man die Substanzen braucht in der Forschung und Entwicklung. Aber ja, man würde auch eher eine analoge Substanz entwickeln, die man dann patentieren könnte, als quasi. Die sind ja schon da, die können wir ja alle verwenden könnten. I hold the mic. Thank you. Oh, thank you. I hope you don't mind if I ask a question in English. But I was very interested to see. With MDMA, you did not find any increase in insightfulness. It didn't. It didn't look like it. Insightfulness? Insightfulness with yeah. MDMA. Okay. Well, we would have to look what this subscale of really includes in terms of items. Yeah. So I wouldn't be... because these are basically terms that have been assigned to these subscales by the Follenweider group in a revalidation of the Dietrich scale. So the initial scale with three large divisions was subdivided. So you have to be a little bit
cautious about the terms that have been assigned, because they were not asked, are you insightful, yes or no, but rather several items were collapsed into this in this scale, and I don't know exactly what I they see. Were. Yeah, because our impression from the clinical research is that there is an increase, and I also wonder if it's set and setting is part of the reason. Maybe. I mean, these are. It was not a therapeutic session. We didn't ask them where. It was simply not the focus of these studies, obviously. Yeah. Thanks very much. So it could be both. Paul, haben wir noch Zeit für eine Frage? Ja. Last chance. Ja. Bitte, ich komme. Sie haben am Anfang gesagt, dass wir ja alle hier Erfahrungen damit haben. Haben Sie selber auch Erfahrungen damit? Und wenn ja, welche Erfahrungen haben Sie? Und wenn nein, warum nicht, wo Sie dieses Thema doch so interessiert? Also ob ich Erfahrung habe mit Forschung mit psychedelischen Substanzen, haben Sie gefragt. Also man muss, ich formuliere es so, erachte es als sinnvoll, wenn Personen, die solche Studien betreuen, Erfahrung haben mit diesen Substanzen, damit sie letztlich auch verstehen, in welchen Zuständen ihre Versuchspersonen sind. Das kommt dann die initialen Ideen von der Delusid-Indikation heran. Die Frage, ob man das als hauptverantwortlichen Studienarzt selber nehmen kann, im Rahmen einer Studie oder irgendwie, das ist dann etwas komplexer. Oder ich müsste es illegal konsumieren, wozu ich mich natürlich jetzt nicht im Detail äußern möchte. Oder man müsste an seiner eigenen Studie teilnehmen oder an einer Studie von einem Kollegen. Und das sind dann verschiedene ethische Überlegungen. Man kann nicht an einer Studie teilnehmen, wo man selber der Beobachter ist als Subjekt. Man kann aber auch sagen, es gibt den anderen ethischen Imperativ, dass man das kennen soll. Da kommt man in gewisse Konflikte. Aber ich lasse es mal bei dem. Besten Dank für diese